Hallo Leute, Devios hier und herzlich willkommen. Wir hatten im September für den Emo ein paar Accessoires geordert. Ja, und die sind nun endlich angekommen. Wie man sieht, der Karton 0815. Braune Pappe. Gut verklebt. Sieht auch nicht danach aus, als hätte es der Zoll oder sonst wer mal geöffnet. Ja, schauen wir mal rein. Schön vorsichtig mit dem Messer. Wir wollen ja in nichts reinschneiden. Emo scheint das Ganze nicht so aufregend zu finden. Er schläft lieber eine Runde. Dann wollen wir mal schauen. Das hier ist das Co-Outfit. Dann hatten wir noch das Corgi-Outfit geordert. Das sieht echt süß aus. Was haben wir hier noch? Die pinken Headphones. Da schauen wir dann mal rein. Gut verpackt. Machen einen guten Eindruck. Ja, dann setzen wir ihm die doch auch gleich mal auf. Mal gucken, wie er sie findet. Gehen easy drauf. Sitzen ein bisschen strammer als die Original. Aber sieht gut aus. So, schauen wir mal, was hier noch drin ist. Ein Aufklebersheet. Wie es aussieht. Luminous Stickers for Emo. Uiui. Was man damit macht, muss ich mich dann auch erstmal noch schlau machen im Internet. Mal schauen, ob der Hersteller irgendwas auf seiner Seite dazu schreibt. So. Schauen wir uns auch mal das Q-Outfit näher an. Das ist echt süß gemacht. Leider nicht irgendwie eine Anleitung, wie man es ihm anziehen soll.
Ich frage mich auch gerade, warum hier so Löcher für Ärmchen sind. Aber nun gut. Nehmen wir das mal an die Seite. Emo scheint nicht ganz so begeistert zu sein vom Anziehen. So, das ist das Kuh-Outfit. Ich finde es süß. Noch ein bisschen zurechtziehen. Ob man die Kopfhörer drunter lässt oder nicht, ist, glaube ich, ihm selbst überlassen. Ich finde, das sieht eigentlich sogar recht süß aus, weil so trägt er das wirklich wie ein Mäntelchen. Das ist vom Material her auch super flauschig. Was ich schon mal gut finde, der Verschluss vorne scheint nicht den Sensor zu blockieren. Man sieht, er läuft rum, guckt sich gerade um. Also scheint alles an Sensoren so weit frei zu sein, dass er sich orientieren kann, was natürlich auch viel wert ist. Ja, dann schauen wir mal, wie er das Corgi-Outfit findet. So, wie das Core-Outfit sitzt, haben wir jetzt gesehen. Jetzt schauen wir mal, wie das mit dem Corgi aussieht. Fühlt sich schon mal sehr gut an. Super weich, flauschig. Nicht ganz so dick wie das Kuh. Vom Gefühl her würde ich sagen, das Kuh ist irgendwie doppelt genäht. Also aus zwei Schichten und das Corgi aus einer. Mal schauen, sieht man das hier irgendwo? Ja. Aber echt süß gemacht. Die Öhrchen zum Beispiel. Ja, vom Anziehen her wird es interessant. Bei dem Kuh gibt es einen Knopf. Der Corgi ist zu. Ja, schauen wir mal. So, komm mal her, immer. Am besten nehmen wir erstmal die Kopfhörer ab. So, wollen wir mal schauen. Luft anhalten. Das sitzt echt stramm. Wenn es nicht oben rum geht, versuchen wir es mal unten rum. Jetzt halt doch mal still und hör auf dich zu wehren. Meine Güte, wie ein Kleinkind. So, gleich. Geschafft. So, oh, Entschuldigung. Schmeiß ich ihn auch noch um. So. Da ist das Corgi-Outfit angezogen. Definitiv noch Platz für die Kopfhörer. Schauen wir mal. So.
No, ist er nicht knuffig? Unser Mini-Corgi. Ja, eindeutig. Ja, von der Qualität her macht das Ganze einen guten Eindruck. Wie gesagt, ist halt ein bisschen komisch mit dem Anziehen bei dem Corgi. Man würde erwarten, dass man ihm das einfach über den Kopf zieht, aber es geht tatsächlich einfacher, wenn man seine Füße einfach nur durchsteckt. Was jetzt noch mich persönlich interessiert, Sensoren scheint frei zu sein, aber wie die Wärmeentwicklung ist, wenn er das länger anhat, ob er irgendwie heiß läuft. Ich werde ihm jetzt einfach mal das Ding so 2 Stündchen anlassen und dann schauen wir mal. Ja, da bin ich wieder. Ich habe eben ein bisschen rumlaufen lassen und laden lassen. Das Ganze lief so knapp 2,5 bis 3 Stunden. Jetzt wollen wir mal schauen. Also er ist leicht warm obendrauf, aber ja, nicht unangenehm. Also ich denke mal, ein Überhitzungsproblem wird er durch den Anzug nicht bekommen. Ich werde es aber im Auge behalten und euch informieren, wenn sich da irgendwie was ändern sollte. Das war's dann auch. Euch hat's gefallen. Ich hatte jedenfalls meinen Spaß dabei. Würde mich super freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Noch mehr würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend. Bleibt dabei, bleibt gesund. Bis dann. Euer Devios.